Diese Medikamente im Keller des kleinen provisorischen Spitals sind rare Güter geworden. Die Produktion ist überall im Land eingestellt worden, die Belieferung von außerhalb Syriens sehr schwierig. Angesichts des steigenden Bedarfs an medizinischer Versorgung hat Ärzte ohne Grenzen in Syrien 3 Spitäler eröffnet. Je länger der Konflikt andauert, desto schlechter werden die Lebensbedingungen. Most recently, the most common emergency that's required surgery that's not related to the conflict has been burn patients, because it's quite cold right now and people are searching for things to burn to keep warm. Not always the safest practices in terms of heating their homes, and so we do see a number of people who've been injured in accidents related to fuel. Es wird immer schwieriger, Gesundheitseinrichtungen zu finden, die nicht von den Unruhen betroffen sind. Kriegsverletzte haben Vorrang. Gleichzeitig müssten aber auch Patienten mit chronischen Krankheiten und Opfer häuslicher Unfälle behandelt werden. Da das Reisen so gefährlich ist, sind besonders Frauen und Kinder im Nachteil. Laut der UNO sind 2,5 Millionen Syrer im Land auf der Flucht, die kaum Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Diese Zelte reichen weiter, als das Auge reicht. Im Lager Domis im Irak leben heute 50.000 Menschen. Geplant war es ursprünglich für 1.000 Familien. Der Camp war kein Camp, es war eine Stadt, eine Stadt. 60.000 und 50.000. أنا ما سمعت بيك كم بحياتي في بتركيا في مخيمات للسوريين أظن 15-20 ألف ماكسيموم. Wer es schafft, Syrien zu verlassen, begibt sich auf eine gefährliche Reise, ohne Garantie auf einen Platz, wenn das Lager erreicht ist. Meist wartet man viele Wochen auf die Registrierung und auf ein eigenes Zelt. Diese Frau floh mit ihren 5 Kindern. Weil es für ihre Familie keinen Platz hat, müssen sie außerhalb des Lagers mit anderen ein Zelt teilen. Die Lage in der Türkei, im Libanon und in Jordanien sieht ähnlich aus, trotz der Großzügigkeit dieser Gastländer. Nach 2 Jahren Krieg treffen weiter Flüchtlinge ein und internationale Hilfe wird immer dringender gebraucht. Offiziell ist die Zone unter Kontrolle. Dennoch kommt Dr. Issoufou Salah mit Geleitschutz zum Spital Danelle. Das Spital am Stadtrand von Mogadischu musste wegen den Kämpfen seinen Betrieb für eine Weile einstellen. Nun ist es seit 6 Monaten wieder offen. Einiges ist renoviert worden. Seit der Wiedereröffnung wurden im Operationssaal über 400 chirurgische Eingriffe durchgeführt. Das Spital hat 60 Betten. Viele der jungen Patienten wurden im Konflikt verletzt. Donc cet enfant a été amené de Merka après une explosion. Zwar gab es in Danelé seit mehreren Monaten keine Gefechte mehr, noch immer kommt es aber zu sporadischen Kämpfen. Die Gesundheitsteams treffen oft auf Patienten mit chronischen Krankheiten wie Diabetes oder hohem Blutdruck. Monatlich werden über 250 Notfallkonsultationen durchgeführt. Ils ont fait la suture au niveau de la tête, on a fait la radio, il y a rien d'anormal. Donc il va recevoir son traitement et c'est bon, il va partir. Wegen der beschränkten Gesundheitsversorgung im Land müssen Patienten oft weite Reisen zurücklegen. Seit der Eröffnung vor 6 Jahren wurden im Spital Danelé rund 15.000 Patienten behandelt.
Im Spital von Jahun wird gefeiert. Nach der Operation ihrer Fisteln und längerer Rehabilitation sind diese Frauen endlich geheilt. Es war jedoch ein harter Kampf. Fisteln werden durch schwierige und langwierige Hausgeburten verursacht und können zu Inkontinenz führen. Betroffene Frauen werden oft stigmatisiert. The typical experience of a fistula patient that we see in the Jahun program and that is common worldwide is that these women suffer an incredible degree of isolation, stigma and shunning from their community. Diese Fistelbehandlungseinheit im Spital von Jahun entstand auf Initiative von MSF und ist innerhalb weniger Jahre zu einer der größten im Land geworden. Monatlich gebären hier 400 Mütter unter optimalen Bedingungen. Rund 40 Frauen mit Fisteln werden operiert und erhalten die nötige Rehabilitationsversorgung. The process to prepare the patient for surgery and recover them fully after the surgery, rehabilitate them fully. An average inpatient stay would be between 6 weeks, 2 months. Fisteln sind in Nigeria ein zentrales Thema der öffentlichen Gesundheit. Es wird geschätzt, dass über 800.000 Nigerianerinnen betroffen sind.